Ihr Lieben, es ist wieder soweit. Ich habe versprochen, spätestens beim Prognosevideo bin ich wieder da. Und so ist es. Wir haben jetzt dann den März. Der kommt jetzt. Angeschneit. Wenn man sich verspricht oder wenn auf einmal ein Wort in deinem Kopf ist und das will raus, du haltest es zurück, es ist aber etwas, um was es eigentlich auch geht. Das heißt, mir kommt so vor, wie im März wird es noch einmal schneien. Wenn er angeschneit kommt, wird es Anfang März, könnte es noch einmal schneien. Ich bin wohl kein, ich möchte eigentlich keine Zeiten mehr angeben, weil dieses Zeit, das Thema Zeit nicht immer ganz richtig ist. Manche haben vielleicht erwartet, in Februar, das Hochwasser. Es ist aber so, hat mit der Zahl 33 wieder zu tun, denn ich hatte es ja für die dritte Woche, also 3, angesagt. Jetzt kommt der März, drittes Monat, weiß man nicht. Vielleicht ist da die 3 oder der 3. März, 33, ne? Dritter. Warum spreche ich von der 33? Und zwar, die 33 ist ja bekanntlich der höchste Grad der Freimaurer. Und die haben gewisse Ziele, die sie uns irgendwie übermitteln möchten, indem sie, dass sie uns mürbe machen. Und wir wissen auch, Wetter kann auch gemacht werden. Und das Wetter wird aber auch mental gemacht. Und wir können es auch mental wieder umändern. Wenn du eine Wolke auflösen willst, dann tu das. Also so kleine Wolken, fang mit einer kleinen an. Es funktioniert, ich habe es ausprobiert. Es gibt auch eine Meditationsgruppe, die haben einen ganzen Wirbelsturm auflösen lassen. Also es funktioniert. Und beim Hochwasser ist genauso, dass da auch Wetterphänomene zustande kommen können, damit halt mehr Wasser dann kommt. Jetzt ist so, dass ich nachgeschaut habe, weil es mich interessiert hat, kommt es jetzt zum Hochwasser, ist schon gekommen, und habe dann entdeckt, eben, ich habe ja damals von Klosterneuburg gesprochen, dass es dort ja Hochwasser gibt. Und dann habe ich nachgeschaut, dort gab es natürlich schon öfters Hochwasser, da es ja neben der Donau liegt, und es sind dort meistens betroffen, das sind so wie Kleingärtensiedlungen, was direkt neben der Donau ist, und die sind oft gern betroffen. Die waren einmal in einem Jahr gleich zweimal betroffen, aber die werden oft schon vorgewarnt und dann können sie ihre ganzen wichtigen Sachen in die oberste Etage bringen und dann geht sie das schon aus, weil meistens ist es so Keller und Erdgeschoss unter Wasser. Vor allem war das bei den letzten 2 Hochwasser. Davor war es gar nicht so schlimm, aber die letzten 2 waren dann oder 3 waren sehr, sehr stark. Und in diesem Fall habe ich dann nochmal reingeschaut und ich habe bemerkt, dass die letzten 2, oder sagen wir so, es gab lange Zeit kein Hochwasser, dann gab es eins. Dann gab es 3 Jahre keins, dann gab es eins. Dann gab es 3 Jahre keins, dann gab, also im dritten Jahr, gab es dann, also mit 3 Jahre Unterschied, gab es dann das nächste. Damit die 3 perfekt zusammen ist, also müsste noch ein drittes Hochwasser kommen, das in Abstand von 3 Jahren da ist, damit die Zahl 33 da wäre. Das wäre dieses Jahr. Und ich habe geschaut, eines war mal im August, und ich glaube, das ist immer so, immer um die eher wärmere Jahreszeit herum. Also schauen wir mal, lassen uns nicht überraschen. Es wird nicht so stark sein, wie es mein Mann gesehen hat, das ist klar. Wie das nachher wirklich abläuft, keine Ahnung. Was ich weiß, ist auf alle Fälle die Versorgung, was den Schiffsweg angeht, weil da gibt es natürlich keinen Schiffverkehr, weil die würden nicht unter die Brücken durchpassen. Ne? Also das ist immer logisch. Und dadurch sind größere Teile einmal, werden halt nicht geliefert. Gut, das war das eine. Äh,
wo ich sage, zu den Zeiten, und so wird es auch nachher in Zukunft sein, ich werde wahrscheinlich kein Monatsvideo mehr machen, sondern jedes Mal, wenn mir das anfällt, bringe ich das. So wie beim letzten Video, wo mir die Sonne, nicht die Sonne, die Erde unbedingt die wichtige Botschaft gebracht hat, dass eben energetisch sich die Grenze ihrer Aura auflösen darf, damit sie sich noch weiter entfalten kann. Und es kommt immer mehr und mehr zum Zusammenspiel zwischen den Planeten, sprich auch Sonne, Erde. Und wir bemerken es ja alleine schon an der Sonne, welche Eruptionen da sind, wie es uns geht. Wahrscheinlich wart ihr auch müde, so wie ich, und das hat sie auch erklärt. Nein, das habe ich in dem vorigen Video fürs Februar-Video gesagt, dass die Frequenzen stark sein werden, und sie waren stark. Ich habe es auch auf Ärger gegeben, aber damit sind alle Gefühle gemeint, denn auch kann man sich ärgern, wenn man mal krank ist. Ne? Also das ist genau dasselbe. Und also die sind noch da und die bleiben auch noch. Tut mir leid, eine Weile bleiben sie noch. Aber so Mitte März meldet sich der Frühling, meldet sich das Leben und wir sollen uns bewegen. Wie komme ich zu der Information? Ich war am Montag, habe ich mich mit meinem zukünftigen Ich verbunden. Das zukünftige Ich hat mir aber nicht meine Zukunft gezeigt, wie es sonst immer gemacht hat, also Zukunft Land und so, und ist mit mir spazieren gegangen, sondern sie war im Hier und Jetzt. Sie war da, also sie ist mit mir rausgegangen und es waren alle Häuser da, wie es heute aus Stängern, und nicht um 80% oder 90% weniger. Und wir gingen Richtung Wald. Also sie zeigte mir, dass wir in den Wald gehen sollen, mehr ins Grüne, das auch für unsere Luft gut ist, weil da ist das Herzchakra und das ist grün, und deswegen grünes Essen, grünes Gewand, grün sehen und somit viel in der Natur rausgehen. Und dann ging sie mit mir in den Wald und dann hat sie gesagt, da soll ich hingehen, weil das sind die Waldwesen. Ob ich sie schon sehe, sage ich, na, ich sehe jetzt nichts. Aber ich soll bitte hingehen, weil sie haben mir etwas mitzuteilen. Und somit bin ich am Dienstag dann in den Wald gegangen, genau an dieser Stelle, wo wir stehen geblieben sind, und habe dort Energie empfangen dürfen. Und die war ganz schön stark. Also sowas hatte ich noch nie. Und sie haben gemeint, du brauchst sie jetzt. Wir brauchen jetzt alle die Energien. Und sie sind jetzt voll ins Haft. Also auch wenn das jetzt nicht so wirkt, weil es ja noch nicht Frühling ist, weil sie die Bäume eigentlich noch ruhen, trotzdem in den Wald hineingehen, und sie geben uns die Energien, die wir jetzt benötigen. Nicht nur Wald, überhaupt die Natur, es reicht ein Baum, sie haben die Kraft, sie geben uns die Energie. Sie bedanken sich dafür, dass sie wieder leben dürfen, weil es gab ja eine stille Zeit, das ist schon 3 Jahre her, wo ich sehr viel spazieren gegangen bin, aber nicht in den Wald, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dieses Mal ist es so, dass der voller Leben, er strotzt jetzt vor Energie und möchte euch das weitergeben, also jeder Baum. Das zweite ist, was sie mir gesagt haben, ist, dass das Wasser auch wieder belebt ist. Letztes Jahr habe ich davon gesprochen, dass ich ja im Jänner dort war und das Wasser mir gesagt hat, nein, bitte nicht, ich brauche meine Ruhe. Und dann war ich im Sommer nur einmal baden drinnen und ich war sonst kaum dort, obwohl das mein Kraftort immer war. Und ich war nur einmal drinnen und es war so schal. Das hat wie ein schales Wasser geschmeckt. Es hat kein Leben gehabt. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und so bin ich dann nicht mehr hingegangen. Und der Wald hatte mir am Dienstag vermittelt, dass Wasser wurde wiederbelebt. Es geht ihm wieder gut. Wir können wieder auch Energie im Wasser schöpfen. Und dazu wollte ich gleich sagen, bitte trinkt jetzt viel, viel Wasser. Ich habe es letztes Monat einmal nicht gemacht und dann haben meine Nieren sich schon gemeldet.
Und das ist noch nicht ganz beseitigt. Sie zeigen mir immer noch, ich muss noch mehr trinken. Und ich trinke schon 2 bis 3 Liter Wasser am Tag. Aber zurzeit ist es anscheinend zu wenig. Wir müssen viel, viel mehr Wasser trinken. Also bitte schaut's drauf. Und was er gesagt hat, erden. Das heißt, sich bewegen. Er hat gesagt, bewegt euch. Da gibt es den Satz ja, willst du was bewegen? Dann musst du dich bewegen. Und da geht es nicht einmal darum, dass du jetzt sagst, ja, okay, ich will ja das und das verändern, dazu muss ich mich nicht bewegen. Es geht nur darum, wenn du dich bewegst, kurbelst du den Motor an und es kommt mehr Antrieb, mehr Ideen, wie du was angehen kannst, wie du dein Ziel erreichen kannst. Deswegen Bewegung. Bewegung auch muskeltechnisch, dass man sich mehr stärkt, dass man den Körper unterstützt. Wir sind Körper, Geist und Seele, wir müssen zusammenarbeiten. Ja? Es ist nicht nur Anzug, wir arbeiten richtig zusammen, das erkläre ich später mal. Und wir müssen, wie gesagt, mehr trinken, Bewegung machen und viel in die Natur gehen. Das wurde mir vom Wald gesagt. Nicht nur das, ihr habt dann gefragt, ob es noch was gibt, was ich euch weitergeben darf für März. Und er sagt, oh ja, der März ist nämlich dazu da, dass wieder alles wiederbelebt. Also wir sollen uns wiederbeleben, indem wir uns bewegen. Und es lebt alles auf. Und es ist jetzt die Zeit, dass wir Samen setzen. Nicht nur in unseren Gärten, das ist ja so ein März, das habe ich dann gleich so verbunden damit, wo man auch noch in der Wohnung auch vielleicht etwas zieht, also Samen setzen, sondern er hat gesagt, also die Waldwesen zusammen haben gesagt, wir sollen jetzt Samen setzen für unsere Ziele, was wir haben wollen. Am besten jeder setzt sich hin und schreibt es auf. Er hat wirklich explizit gesagt, schreibt bitte eure Ziele auf. Schreibt euer Leben auf, nicht Ziele. Er hat gesagt, schreibt euer Leben. Das heißt, du kannst schon beginnen mit dem, dass du schreibst, was du alles erlebt hast oder gemacht hast oder was dich geprägt hat, dass du der Mensch, Entschuldigung, der Mensch bist, der du gerade bist. Oder der Mensch bist, der du geworden bist jetzt. Und dann schreibst du noch weiter, wie das, du dir das vorstellst, dass dein Leben noch weitergeht. Und das ist wichtig, es ist nämlich die Zeit nicht des Planens, nicht planen, sondern wie stellst du dir dein Leben in Zukunft vor? Nur schreiben, nicht planen. Das habe ich ganz stark bemerkt die letzten Woche. Sobald ich etwas geplant habe, war das weg. Hat nicht funktioniert. Ich kann mir in der Früh ein Ziel setzen und sagen, das und das hätte ich gerne, aber nicht planen, wann du was machst. Das kommt von alleine. So, das war einmal die Botschaft vom Wald. Wir sollen diesmal unbedingt alles aufschreiben, denn nächstes Jahr wird dieses in die Verwirklichung gehen. Und der Wald ist etwas, der ist, wenn ich mit dem Wald spreche, ist es natürlich energetisch. Und damit ist es auch, was er sieht oder genau, was er alles sieht, ist energetisch zu verstehen, energetisch zu sehen. Das heißt, laut ihm ist es so, letztes Jahr wurde alles zum Fall gebracht. Dieses Jahr beginnen wir aufzubauen, indem das wir einmal aufschreiben. Und nächstes Jahr ist dann die Verwirklichung. Energetisch. Das heißt, es dauert natürlich ein bisschen, bis wir das sehen, weil die Zeit wir etwas langsamer gedreht haben, damit wir alles mitbekommen.
Wir müssen das in Zeiten einteilen, dass wir einen Ablauf haben, der energetisch ja gar nicht da ist. Weil da ist ja alles gleichzeitig. Und sie versuchen es schon ziemlich langsam zu machen, aber es wäre für den menschlichen Verstand immer noch zu schnell. So, ich will dennoch schauen, was die Karten sagen, ob da etwas Klares noch kommt. Außer, dass es Anfang März noch einmal schneien kann und Mitte März dann der Frühling kommt, weil das ist so für mich, dann kommt die Sonne, dann kommt das Leben und bitte bewegt euch. Gut, ich gehe jetzt rüber zu den Karten und wir sehen sich gleich wieder. So, los geht's. Ich habe schon die Karten gefragt, was mir im März erwarten. Und jetzt geht's los ans Mischen. Wieder darf ich die Karten so legen. Ich sehe es, es ist ein bisschen dunkel heute, aber es ist heute dunkel. Ich probiere mal das große Licht zum Anschalten. Es ist heute so ein dunkler Tag. Das war schon die letzten gestern auch so. Das drückt natürlich auch aufs Gemüt. Gucken wir mal, was wir da sehen. Was wird mir gezeigt? Noch kriege ich nichts. Ich sehe wohl die Bilder, ich verstehe auch die Bilder, aber ich bekomme noch keinen Zusammenhang. Okay. Okay. Das ist immer das eine. Also es gibt keinen zeitlichen Ablauf. Und es ist auch jetzt nichts Politisches oder Wetterbedingtes. Wetterbedingt schon ein bisschen, wird wieder nass. Aber auch sonnig. Also okay, wir haben alles. Der März ist wechselhaft, aber nicht so wie April, aber trotzdem wieder wechselhaft. Ah ja, und Blüten. Okay, gut, kenne mich aus. Passt, kenne mich aus. Also wettermäßig kommt alles. Also da wird es wirklich eiskalt bis ganz schön warm. Haben wir aber den Februar auch gehabt, da bin ich auch schon zweimal draußen gesessen, auf der Terrasse, windgeschützt. Und dann habe ich hier die Weisheit oder die Fülle. Es wird sehr viel geredet. Also der März wird sehr viel getratscht. Über das Glückliche. Das Männliche wird wieder kindlich. Das heißt, entweder darf der Mann wieder Kind sein und einmal anfangen zu träumen wieder. Beziehungsweise werden manche Männer trotzig werden, kriege ich gerade. Also das kann auch sein, dass eben, okay, ich dachte schon, ich kriege nur mehr energetische Sachen, aber nein, es bleibt so. In der Politik herrscht nicht mehr klares Denken, klare Aussagen, sondern es ist sowas wie ein Kindergarten. Gut, das wissen wir eigentlich schon lang, aber bitte. Und zwar wird sich aber jetzt zeigen, wie trotzig sie sind. Also die Politik zeigt sich trotzig. Das Patriarchat
Genau, zeigt sich kindisch. Es kommt nichts Neues, sondern es ist einfach nur, es wird immer mehr kindischer und somit von immer mehr Menschen nicht mehr ernst genommen. Es ist kaputt, aber es ist so, sie kriegen es jetzt dann wirklich mit, dass sie nicht mehr ernst genommen werden. Der große Bär, das, die große Kälte, die große, also wirklich, ich mag wohl den Bären immer als Großvater, als netten, als mächtigen. In diesem Fall hier wird er verletzt. Das ist aber nicht der große Großvater, oder, sondern eher diese kalte Machtsperson wird nun verletzt. Also da erkennt er dann, dass so nicht weitergehen kann und kriegt noch die Kurve zur Harmonie. Also es wird nachher wirklich schön. Also okay, nein, nicht so, sondern es, ich sage das so ungern, es kommt Hilfe von außen. Ich sage das deswegen ungern, weil viele nachher nochmal da sitzen und warten. Das heißt, es kommt sehr wohl Hilfe von außen, die uns helfen, wenn wir sie auch mental jeder für sich auffordert und wahrnimmt. Das heißt, wie soll ich das erklären? Wenn sie helfen, wenn du jetzt bereit bist, mitzutun, mitzuhelfen, mitzumachen, wirst du dieses auch empfangen dürfen, diese Hilfe. Wenn du nichts tust und nur wartest, dass dir geholfen wird, dann wirst du diese Hilfe nicht empfangen können. Versteht's hoffentlich, was ich meine. Also, es kommt die Hilfe von außen, es kommt von den Sternen, es kommt tatsächlich von ganz weit her, die Harmonie reinbringt und den verletzt, also diesen kalten, diese kalte Machtposition anpiekst, also nicht zu sehr verletzt, aber doch verletzt. Es wird Streit geben, aber auch Liebe geben. Also es wird eine harte Diskussion geben, noch im März. In der Politik harte Diskussionen. Politik jetzt nicht innenpolitisch gedacht, sondern komplett ganze Welt macht. Gedacht, da wird das, ich sehe das gerade so wie einen Sitzungssaal, einen riesengroßen Sitzungssaal, wo sämtliche Länder und auch Universen, Planeten alle zusammensitzen und eine heiße Diskussion führen. Also es wird gerade mit dieser Macht, die die Menschen unterdrückt, Tacheles gesprochen. Und es ist eine heiße Diskussion, aber mit Liebe. Der Streit, es ist wohl, manche zeigen, dass sie das halt gern wollen, ist aber Streit und ist ein bisschen falsch. Ja? Also da manche, also es gibt Lügen, so. Es gibt Lügen, indem dass sie sagen, ja, na, sie verbreiten jetzt die Liebe, da gibt es die Lüge. Das ist Fakt. Aber das Ganze wird dann bereinigt, aha, und gefestigt. Da muss ich nochmal nachfragen. Okay, es gibt die heiße Diskussion, aber es gibt auch einen neuen Vertrag und dieser Vertrag wird abgeschlossen. Und das ist aber kein Zeitvertrag, sondern es ist ein Vertrag für die Ewigkeit. Und was dabei rauskommt, weiß ich jetzt nicht. Ich habe wohl immer noch das Gefühl, ich kriege immer noch rein Vertrag mit Trennungen. Also es wird sich etwas trennen. Und ich habe schon in der Jahresvorhersage gesagt, am Ende des Jahres trennt sich noch einmal die Spreu von Weizen. Also da kommt noch mal ein
klarer Schnitt. Dieses Jahr, also jetzt in März anscheinend, aber ich würde mich da jetzt nicht festlegen. Wie gesagt, es gibt keine Monatsvideos mehr, sondern immer dann, wenn es gerade passt, also wenn ich gerade was Wichtiges bekomme. Und da ist es so, dass eine Diskussion zustande kommt, eben diese Verhandlungen. Diese Verhandlungen mit den allen Völkern der Erde und allen Völkern auch außerhalb der Erde gibt es eine große Konferenz in der nächsten Zeit. Aber so, dass halt der Großteil der Menschen, na, das wird nicht gesagt, okay, das ist jetzt ein Wunschdenken von mir, befreit wird. Also, na, das war jetzt nicht die Karten, das war Wunschdenken von mir. Fakt ist, es gibt eine große Diskussion. Ich frage weiter. Die letzte Zeile habe ich noch nicht so drauf. Okay, es werden Verbindungen eingegangen. Okay, das Patriarchat, wie gesagt, ist trotzig, kommt weg. Dafür kommt die weibliche Energie ins Haus. Und es gibt eine große Verbundenheit. Also das wird nachher eine Dekade sein. Es ist nur eine Dekade lang, dass das weibliche Einzug hält, weil es dann weder weiblich noch männlich, sondern beides ist. Es ist eine Harmonie dazwischen, die momentan noch gestört ist. Also zwischen Mann und Frau, also zwischen diesen zwei Energien, gibt es zurzeit etwas Falsches. Es wird Harmonie vorgetäuscht, die es aber gar nicht gibt momentan. Also, ich schaue gerade mal. Okay, es betrifft die ganze Welt. So. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt wirklich viel ausgesagt habe, aber weil ich vergiss immer ein bisschen was ich nachher gesagt habe. Aber ich kriege nicht mehr. Irgendwie war jetzt so, das war's. Es ist aus. Gut, dann lassen wir es halt dabei. Es ist aus, das war's. Und ich habe nur geschaut, ob ich das eh aufgenommen habe. Ja, da bin ich oft zu weit weg. Ja. Und wie gesagt, ich rühre mich wieder, ich rühre mich zwischendurch mit ein paar Themen, die jetzt auch aufgekommen sind, die mir gesagt worden sind, dass ich es unbedingt weitergeben soll. Und zwar, dass es mir um Selbstachtung geht und genau, um die Wahrheit. Wenn du die Wahrheit haben willst, dann musst du auch etwas dafür tun. Wenn du willst, dass die Wahrheit rauskommt, dann musst du was dafür tun. Und was, das erzähle ich euch im nächsten Video. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und ja, freuen wir uns einfach auf unsere Zukunft, schreiben wir es einmal auf und dann könnt ihr euch darüber freuen. Bis dahin. Tschüss.